Hallo Leute, euer Coach von Limitless Motion hier und heute haben wir nach Innsbruck, weil ich gerade auf der Vitalakademie bin, beim Unterrichten, aber heute mal mit einem Thema, das ein bisschen abweicht von meinen normalen Themen rund um meine Arbeit und ich würde sagen, eigentlich noch viel wichtigeres Thema, nämlich Thema Tierschutz und Tierrechte. Habe ich ja auch erfahren heute in der Früh oder in den Nachrichten gehört, dass unser Gesundheits- und Tierschutzminister, der Mückstein, der möchte gern diese Vollspaltenböden, die es bei uns schon lange Zeit gibt und immer noch gibt, die möchte er gern abschaffen und dafür macht sich ja der VGD schon seit Jahren stark und jetzt habe ich das gehört in den Nachrichten und war total begeistert eigentlich, dass er das abschaffen möchte. Und dann hat man gleich im nächsten Atemzug gesagt, aber das Landwirtschaftsministerium, das stellt sich entschieden dagegen, weil sie eben argumentieren, nein, das wird alle einheimischen Bauern eben kaputt machen und man muss nicht nur auf die Tiere schauen, sondern auch auf die Bauern. Ja gut, was soll man jetzt davon halten? Ich halte natürlich auch nichts davon. So, wer mich kennt, weiß, dass ich ja auch im Tierrechtssektor lange Zeit auch sehr aktiv war und da hoffentlich auch wieder aktiver werde. Und ja auch selber vegan ernähre oder vegan lebe, wegen den Tieren auch. Und für mich ist eine ganz klare Sache, dass da natürlich auch jeder einzelne Konsument und Konsumentin was dazu beisteuern kann. Ich höre ja immer wieder und habe auch bei den langen Jahren, wo ich auch immer in Innsbruck da vom Kleiderbauer gestanden bin und Infokampagnen gemacht oder mitgemacht habe, immer alle Leute sagen, ja, sie sind ja auch für Tierschutz und sie sind dafür, dass die Tiere nicht gequält werden und sie essen sowieso so ein Fleisch nicht, was in der Massenproduktion hergestellt worden ist, sondern nur von Bauern um die Ecke und das unterstützen sie ja nicht. Und da wäre es an der Zeit, dass wirklich all diese Leute sich mal bei der Nase nehmen und das auch wirklich machen. Wenn den Scheiß keiner mehr kauft, dann muss man es auch nicht mehr produzieren, dann müssen die Bauern sich sowieso umstellen und die Bauern könnten wirklich viel für unsere Natur machen, wenn sie ein bisschen anders das Ganze angehen als diese Massentierproduktion, Vollspaltenböden und sonst irgendeinen Scheiß, sondern sich wirklich mal was Neues ausdenken, was nachhaltig ist für unsere Umwelt und natürlich auch nachhaltig ist auch für die Tiere, die mit uns leben. Und das würde ich ganz wichtig finden, neben dem, dass man auch Kampagnenarbeit machen muss weiterhin, dafür, dass diese Vollspaltenböden abgeschafft werden. Wer das eben sieht, bitte gern teilen, auch Bekannte informieren darüber und schauen, dass man da irgendwas zu Weg kriegt. Wie gesagt, in Innsbruck einmal wöchentlich am Freitag gibt es immer eine Infokampagne in Innsbruck über der Autobahn. Man kann das Kontakt finden über den VGD. Gerne, wer da mitmachen will, dass man da was weiterkriegt. Wie gesagt, ich finde die Initiative unseres Tierschutzministers super und hoffe, dass er nicht sich die Zähne ausbeißt an unserer starken Lobby der Landwirtschaft. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.